Wir beide müssen uns heute dem schwierigsten Battle jemals stellen, denn auf uns wartet ein 2 gegen 4 im Monster Army Battle. Beide Teams werden versuchen, eine overpowerte Monster Armee zusammenzustellen aus den brutalsten Kreaturen, die es im Spiel gibt. Wer als erstes die gegnerische Armee besiegt, gewinnt das ganze Battle. Und ich sag euch ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen wollen. Lasst unbedingt für dieses spannende Battle einen Like da, abonniert diesen Kanal und schreibt in die Kommentare, welche Monster wir unbedingt in unsere Armee mal packen sollen. Viel Spaß mit dem Video. Army Battle, das nächste Rematch und es wird noch schwieriger. Das große, unfaire 2 gegen 4. Nachdem Favo und ich beim letzten Mal im 2 gegen 3 uns durchsetzen konnten, haben wir neue Kontrahenten, die noch einen Spieler dazu bekommen haben. Doppelte Anzahl, doppelte Schwierigkeit. Wir spielen 90 Minuten Vorbereitungszeit mit einem Randomizer. Und wessen Armee am Ende stärker ist, das werdet ihr heute in diesem Video noch erfahren. Schreibt unbedingt in die Kommentare, bei welchem Team ihr vermutet, dass das heute gewinnen wird. Werden Favo und ich das heute schaffen, wirklich so ein Team auseinanderzunehmen? Ich bin selber sehr gespannt. Und es kann sein, dass der Randomizer heute einfach gar nicht gönnt und es komplett nach hinten losgeht. Lasst unbedingt einen Like da, schaut bei allen Kanälen vorbei und ich würde sagen, es geht auf in 3, 2, 3, 2, 1. Auf geht es! Fabo, der Randomizer muss auf unserer Seite sein. Fabo, ich brauche heute 100, wenn nicht sogar, eigentlich brauche ich 200%, weil es ist ein... Enderperle, Enderperle, ist gut. Na, wir wollen jetzt eigentlich nicht Minecraft durchspielen. Doch, hier? doch, wollen wir. Wir können doch ins End für mehr Blöcke. Ja, eigentlich. Enderperle ist ehrlich krass auf Gras, ne? Gefällt mir. Leute, drückt uns doch heute auf jeden Fall bitte die Daumen. Wir müssen heute halt wirklich, also wir müssen heute hier komplett zeigen, was wir drauf haben. Fabo, damit meine ich auch dich. Du musst heute mal wieder den OP-Gap, das ein oder andere Totem, ranholen. Ja. Ich lasse dich mal ein bisschen in der Savanne machen. Vielleicht kannst du ja nochmal ein Dorf finden oder so. Ich gehe mal hier so ein bisschen in den Wald. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Das sind 4 Spieler. Die haben 2 Spieler mehr. Ich habe einen Beacon. Ja, auf jeden Fall, es sind 2 Spieler mehr, die eben Monster die ganze Zeit töten können. Es sind 2 Spieler mehr, die ganze Zeit halt auch noch Stuff ranholen können. Das ist nicht zu unterschätzen, ne? Das ist also... Oh, es geht auf! Let's go, Okay, wir haben Frog Spawn Egg, bringt nicht so viel, oder? Pisten bringt nichts. Frog Spawn Egg, scheiße. Also der Plan ist, so schnell es geht, Tools zu finden. Wenn irgendeiner Tools hinbekommt, das wäre crazy. Also einfach mal durchprobieren die ganze Zeit. Huhn Spawn Ei bringt gar nichts. Ah, doch, Essen, ja, oder? Ja, Chicken Spawn Egg, ne? Durch Sand, meinst du? Hm, geht, kann man sich merken, glaube ich. Ja, ja. Also der große Plan sollte auf jeden Fall sein, wir hoffen vielleicht auf geile Spawn Eggs, eben krasse Kreaturen. Wir hatten beim letzten Mal, was hatten wir da alles? Wir hatten richtig viele Hexen. Hexen sind Endgegner, wirklich. Wir hatten Vexes. Wir haben echt jedes Mal unfassbar krasse Sachen, ne? TNT-Minecart ist... Wollen wir die mitnehmen zum Bomben? Eigentlich TNT-Minecarts sind unfassbar geil, weil wenn wir die mit ineinander, also wenn wir uns hochbauen, die stacken, weißt du, was wir damit machen können? Netherite Helm, Akazie Slab. Ich mach dir einen Backpack, ja? Ein Backpack haben wir eben auch wieder. Danke dir, Fabo. Erstes Rüstungsteil direkt mal sowas, das gefällt mir. Also ich habe jetzt hier auch einen Dschungel. Ja. Ich kümmere mich mal jetzt ein bisschen um, auch mit der Spitzhacke ein bisschen was abbauen und Armor Trims ist jetzt nicht das, was ich brauche. Also ganz wichtig, Fabo, ich möchte, dass wir am Ende stabile Waffen haben. Ich möchte stabile Rüstung haben. Gerne mit Netherite Rüstung weitermachen. Wird mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. So, ich gebe mein Bestes. Aber bis jetzt auch noch kein Spawn-Eck und so, ne? Und was ich halt nur sagen wollte ist, sollten wir halt irgendwie Eisen Blöcke oder was auch immer bekommen, würde ich, wenn wir sie massig mitnehmen können, halt wirklich im Beacon powern. Stell mal vor, wir machen uns so 7, einen 7er Beacon mit Speed, mit Stärke, mit allem drum und dran. Da sehe ich uns ehrlich gesagt. Vindicator. Oh, okay. Stripped Oak. Was war Vindicator nochmal? Der Typ mit der Axt, ne? Ja. Der mit der Axt, also unfassbar. Die sind strong. Boah, ich kann mich dran erinnern, beim letzten Mal hatten wir halt gefühlt, weiß ich nicht, auf was für eine Zeit haben wir da schon rumgeschrien, was für krasse Sachen wir haben, ne? Ja, jetzt gerade ist, Ich gehe mal in eine Höhle, ja. Ich mache so Granit, Endside, Stone und so. Oh, ich habe einen Wassereimer schon mal von Wolle. Sehr gut. Wenn du noch einen zweiten hast, gerne her damit. Und ich habe eine Netherite-Schaufel aus Kohle. Plus. Boah, hey, ist doch voll gut. Ja, leg ich dir rein. Und ich habe ein Sniffer-Spawn-Egg. Ja, aber, boah, die sind aber nervig zu killen, ne? Also die haben halt ordentlich viel Defense, ja. Ich sag dir ehrlich, TNT-Minecarts müssen wir uns auf jeden Fall merken. Die müssen wir am Ende benutzen, Fabo. Das war irgendeine Blume, glaube. Es wäre auch Granit. Ne, Granit ist das Sniffer-Spawn-Egg. Diorite ist das TNT-Minecart. Oh, Eisenblock. Oh mein Gott. Eisenblock? Ja, Eisenblock. Also 9 Eisen. Ja, ein ganzer Eisenblock. Ja, ist ja perfekt. Bro, das ist ja ganz gut. Das ist richtig gut. Genau, dann suchst du jetzt, das suchst auch du, oder ich mach Backpack gleich, Dschungel, dann machen wir da auf Krampf halt eben Crafting Table, da können wir daraus Eisenwerkzeug machen. Ich hab Eisenäxte drin. Pick and Brute, ich hab Pick and Brute Spawn Egg.
Das ist crazy. Ah, das ist eine Overworld, ne? Die überleben halt nicht so lange da. Aber trotzdem machen die Schaden, I guess. Und wenn viele davon da sind? Ja, kurzzeitig machen die Schaden, ja. Ja. Guck. COD. Zoglin Spawn Egg. Die Dark Priest Marine Slabs sind Zoglin Spawn Eggs. Und Zoglin, sag ich dir ehrlich, die töten aber auch alles andere. Deswegen ist es nicht so gut. Boah, Deep Slate Dias. Soll ich die abbauen mit Holzspitzhacke? Ja, muss ich ja. Bringt ja eh nichts. Alles mal. Dauert halt jetzt. Jojo. Dark Oak Log. Ja, aber damit kannst du halt eine Menge, ne, wenn du Slabs, ja, Türen, direkt drei Sachen. Fackel. Pressure Plate gibt ultra viel damit, ne? Okay, das ist einfach ein Buch, wo nichts drin steht. Weg, Spawn Egg. Oh mein Gott, es beginnt Dark wieder. Oak Button. Okay, das müssen wir uns merken. Also Dark Priest Marine Slab und eben auf jeden Fall das. Das sind Sachen, die wir uns auf jeden Fall schon mal merken müssen. Das sind auf jeden Fall Items, die wir später in Massen farmen müssen. Aber aktuell, ja, trotzdem immer noch Equip Grind Prio. Eisen. Guardian Spawn Egg. Das ist krass, oder? Ey, das ist richtig gut, ja. Herzlich willkommen. Netherite Helm, ich weiß aber nicht mehr wie genau, aber geil. Ich kann auch einen zweiten machen. Und das ist Black Concrete Powder, nass machen und dann, das ist krass. Wichtig. Ich fand mal ganz viel von den Guardian Spawn Eggs, beziehungsweise von dem Block. Du. Was willst du sagen? Mein Chef, Lore. Oh, da sind ein paar Sachen drin, ja, oh mein Gott. Junge, das ist alles drin. LA Spawn Egg. LA Spawn Egg. Wir hätten auch Gas Spawn Eggs und Unlimited, ne? Also, sind die geil? Gas. Gas. Ja. Also wir hätten unendlich Gas. LA und Gas halt. Digga, Gas und LA ist krass, weil die Gas sind so fett, dass man die LAs gar nicht treffen kann. Aber das die LAs sind halt echt nervig, weil die halten viel aus, ja, und sind halt basically eine Fledermaus. Also das ist schon krass, was wir haben. Okay, ich hätte einen Wüstendorf. Drück mir da die Daumen, dass da auf jeden Fall ein bisschen was bei rumkommt. Kiste also, randomized, ne? Ja, yep, das auch nochmal. Und ich habe einen, oh mein Gott, ich habe einen Korallenriff. Okay, Korallenriff ist auch nochmal insane gut. Ich gehe jetzt in Nether, glaube. Ja, Faber, ich glaube, das ist das Sinnvollste, was du machen kannst. Ne, da haben wir so viele neue Sachen. Ich kann dann nochmal im gesamten Mesa-Biom nochmal alles durchkloppen. Also Leute, die ersten 20 Minuten, ihr seht es selber. Ja, es kann alles nach hinten losgehen. Oh mein Gott. Kannst du mir Holz im Backpack legen? Ja, Weizen ausgewachsen ist nämlich direkt so Meeresholz, also so viel Holz. Hab dir mal reingepackt. Oh mein Gott. Goldblock. Ja, das ist geil. Oh, es beginnt. Goldblock ist hart. Zombie-Spawning, das Weizen. Kann auch machen. Ich bin im Nether. Sehr gut. Boah, irgendwie habe ich das Gefühl, der Nether gönnt anders, Basti, ne? Muss jetzt. Wir müssen jetzt mal ein bisschen so das umwandeln. Oh mein Gott, Emerald Block aus Mossy Cobblestone. Aber Emerald Block ist unfassbar gut, weil damit könnten wir uns auf jeden Fall schon mal einen Bogen traden. Das heißt, wenn wir Fletching Table oder Flint haben, damit könnten wir uns... Bogen traden, ne? Ja, Bogen traden. Das kann ich auch rein theoretisch machen, weil ich jetzt halt gerade hier bin. Im Dorf. Boah, es droppt gar nichts. Kill ist das Lama. Ravager Spawn Egg. Oh mein Gott, geil. Auch nochmal wichtig. Eisen, Soul Sand, Eisentür, Seepickel, Goldäpfel. Okay, normale Goldäpfel aber, ja? Ja. Ja, aber trotzdem geil. Achso, warte mal, was hattest du gesagt, ist ein Goldapfel? Welche Koralle? Ich hab doch einen Korallenriff. Seepickel. Ja, Seepickels habe ich. Ich kann dann in Massen welche ranholen. Ja, mach. Mach ich dann. 64 Eisentüren. Mach ich dann. Oh mein Gott, ist das geil, Bro. Wirklich. Die Gurken droppen Gaps. Es ist so ein Traum. Du baust ein Gürkchen ab, da kommen so drei Gaps raus. Wait, was kommt gerade von uns raus? Katzenspawner? Von mir aus? Wait! Ey, sind Katzen nervig? Ja, safe. Ja, 100%. Okay, dann wir haben gewonnen. Wenn du ein FNS setzt und das abbaust, ist das eine Katze. Ich kann unendlich Katzen holen. Das ist krass. Ich mach das, okay? Alter, ist das krank. Ist das krank, hä? Das ist doch krass! Hä, das ist doch richtig, richtig gut, da was ich mache. Kriegsverbrechen, ist das so? Kann man dafür in den Knast kommen? Nö, auch leider nichts Brauchbares. Oh, Diaschwert kann ich dir geben. Diamantenschwert. Geil. That's what we're talking about. Ja, das ist also, dass wir uns halt jetzt nach wirklich 40 Minuten über ein Diamantschwert schon so sehr freuen können, ist fast schon ein bisschen traurig. Ich probiere jetzt noch Netherfestung mehr. Ja, dann musst du danach raus. Das wäre halt auch Blaze-Spawner und so, ne? Ich glaube, du solltest dich auf jeden Fall bei mal so 20, 30 Blazes dann einfach kümmern, sag ich dir ehrlich. Dass wir zumindest da schon mal eine mächtige Waffe haben. Hey, ich schwöre, ich kann entgehen. Nein, also... Mach, hol halt Enderman und naja, wobei, hol
da nochmal geile Sachen ran. Ich habe gehört, Wichtig, du hast ein Feuerzeug, ne? Ist schon mal nicht schlecht. Ja, ja, ich habe da ganz viele Katzen jetzt gerade getötet. Wir haben Selfhood schon so 200 Katzen, pipapo. Und auch sogar, ich weiß nicht, weißt du, ob wenn man kleine Katzen tötet, das ist ja auch klein spawnen, also Babykatzen. Boah, könnte schon sein, ja. Weil das wäre wirklich krass, weil die sind richtig schwer zu hitten halt, ne? Vor allem, wenn die so viele sind und das ja, ist echt nervig. Ja, ja. Was haben wir davon? Eigentlich basically unendlich. Ich habe noch 4 Feuerzeuge und unlimited davon. Wir können so viele Katzen machen, wie wir wollen. Die Frage ist nur, ob, halt, ob wir es machen, ne? Ansonsten haben wir nicht viele gefährliche Mobs, ne? So was Warden-mäßiges haben wir gar nicht. Noch nicht, ne. Ich drücke gerade ganz viel Gas, I guess, wenn das cool ist. Und sonst hole ich gleich noch Piglin Brutes. Ja, wir können halt richtig auf nervig gehen, halt mit Katzen und so fliegenden Dingern. Die müssen halt nicht mal gefährlich sein. Bro, wir sind bei der Hälfte der Zeit, ne? Checkst du das? Ich check das. Ich check das leider auch. Ich geh end. Dann baller das, Bro. Oder? Aber, ja, why not? An sich muss ich mich jetzt auch mal langsam ranmachen, einfach halt Monster farmen, also so Monster-Spam-mäßig farmen, weißt du, wie ich meine? Ja. Mann, ich will eigentlich Ravager machen, ich brauche Dschungelholz, ich will dringend Dschungelholz haben. Ich laufe Richtung End. Fabo, du bist ein Macher. Ich suffocate die halt so in der Wand und critte dabei drauf, au- also die ein, ich hoffe, dass das halt zählt. Wenn du lastet, du halt machst wahrscheinlich, ne? Ja. Wir können aber auch Zoglins mitnehmen und die bei uns spawnen, dann helfen die uns, ne? Ist wie ein Eisengolem eigentlich. Bro, aber das... greifen die uns nicht auch manchmal an? Das schon, aber ich glaube, wir könnten... Ich behalte mal 4 Stück. Wir waren guter Call. Warden Spawn Egg! Was? Oh mein Gott! Ja, aber wir müssen den halt töten irgendwie. Ja, aber das Problem ist halt, wir bräuchten trotzdem einen Bogen und Pfeile theoretisch, weil sonst kriegen wir den ja auch nicht down, ne? Das müssen wir ja auch noch in der Phase machen. Richtig, das ist das Problem, ja. Und wie gesagt, es würde halt so viele Pfeile kosten, ne? Also Warden wäre schon echt, echt cool, Mann. Wir brauchen dringend mehr Stuff. Unsere Armee ist bis dato, also ich will's... Halt ich will's nicht gut. Ich will's echt nicht sagen, unsere Armee ist richtig, richtig kacke. Okay, aber ich krieg nochmal stabil Ravager Spawn Eggs. Ja, ich kann nochmal gut Ravager machen. Ich muss jetzt überperformen. Die letzten 30 Minuten, ich muss jetzt hier nochmal alles zeigen. Spielst du jetzt wirklich Minecraft durch? Ja. Weil an sich, Fabo, könntest du mir eigentlich auch, also eigentlich wäre auch krass, wenn du die Monster, die du vorhin so krass ranbekommen hast, so wächst und so, das könntest du halt auch nochmal machen. Das wäre halt auch nochmal stark. Ja, check ich. Dark Oak. Hast du Dark Oak? Forest. Halt, vor allem unsere Rüstung ist richtig kacke, ne? Ey, wir brauchen eine Chestplate, Bro. Wir haben Gold. Ja, der Dark Oak Wald hier bringt auch gar nichts. Wir brauchen einen Fletching Table, Bro. Ich muss traden. Wir brauchen noch echt einen Fletcher. Ich muss eigentlich noch ein Dorf finden. Entweder mit Fletching Table oder wir bekommen den halt noch irgendwie. Okay, mal einen Grovensumpf. Nochmal Hoffnung auf ein bisschen was Neues. Come on, jetzt mach ich mal den Fabo am Ende. Und mach nochmal den geilen Schlusssprint, Bro. Wenn jetzt da so ein Totem OP-Gap oder meinetwegen so eine Netherite Chestplate wäre insane, Fabo. Ja, aber wir können ja nicht zaubern, weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe voll. Ich hab einen Bogen. Also haben wir 2, das ist schon mal geil. Dann brauchen wir nur noch Pfeile. Vindicator, ja, habe ich. Oh mein Gott, Bro, ja. mach dir ein Loch und spam Vindicator. Du musst jetzt 100 Vindicator oder so noch töten, bitte. Wir bräuchten halt echt gleich richtig, also wir bräuchten viel Platz. Bitte, bitte die Pfeile unbedingt rausnehmen, Leute. Das ist ganz wichtig. Wichtiger? Ja. Was machst du gerade? Immer noch Lässt töten. Geh mal in die Dings, Backpack. Haben wir schon Bögen eigentlich? Genau. Da ist ein Bogen drin, du hast 3 Stacks Pfeile. Und ich mach dir schon mal einen Warden rein. Dann baust du dich Alright, hoch und du weißt, was zu tun ist. Ich brauch dringend Dörfer. Ich hab ein Dorf. Das ging schnell. Ja, hab schon mal auf jeden Fall einen Weaponsmith, aber Weaponsmith ist ja, wir haben eh unser Diaschwert, weißt du? Boah, ich brauch ein Dorf, ich brauch so dringend gute Dörfer. Wäre auch geil, wenn du ein Dorf findest, nehme ich auch. Ich hab noch ein Dorf. Bitte, Fletching Table und oder Smithing, den Blast Furnace. 14 Minuten, Bro, wir haben nichts. Wir haben ehrlich nichts. Dann spawn ich mal eine, guck mal, was passiert. Soll ich meinen Worten selber machen? Ja, wenn du kannst, auf jeden Fall. Ich hab meinen gekillt, einen One haben wir. Wie hast du den gespawnt, Stiggy? Ich hab mich hochgebaut, dann einfach so fallen lassen und dann einfach von oben abgeschossen, aber halt... Okay. Aber wir brauchen eigentlich halt auch... Das Problem ist, genau, das ist das gleiche Problem wie immer. Wir haben nichts zum uns bewähren, ne? Also wir haben jetzt die ganze Zeit eigentlich nur so eine Armee gemacht, so, aber Bro, die haben halt ja auch irgendwas gebaut. Die werden wahrscheinlich auch jetzt halt OP-Goldäpfel haben oder sowas. Haben wir gar nicht. Ja, eben, so Totem werden, die haben irgendwas, wenn die haben. Ich kann jetzt nochmal eine krasse Sache machen. Ich kill auch die ganze Zeit andere Mobs, Zombies und Skelette, alle. Kill keine Zombies, konzentriere dich nur auf Dings. Ich kümmere mich darum. Wenn du nämlich Spawn-Eier nur auf die Kleinen machst, kriegst du nur Baby-Zombies. Und weißt du, was ich gerade mache? Die kriegen über 100 Baby-Zombies. Aber Leute, ihr fühlt ein bisschen mit mir, ne? Es ist halt echt so ärgerlich. Ich habe so viele Emeralds.
Oh mein Gott, ein Dorf, neues Dorf. Ich habe so viel Emeralds und kann nicht geil traden. Aber in Wüstendörfern hat man keine Fletcher. Also hat man super selten Fletching-Tables und auch leider keine Blast-Furnaces. Das ist so... Wir bräuchten euch nur Pfeile. Ja, nur Pfeile, nur Pfeile. Gib mir einfach nur einen Fletcher, nur einen Fletchy. Aber ich finde auch die kleinsten Dörfer der Welt gerade hier. Ich habe jetzt nochmal eine Savanne, ich habe nochmal eine Savanne, Bro. Ich habe noch eine Savanne. Savanne gönnen jetzt bitte. Ey, bitte, bitte, bitte. Wüste hat mich hängen lassen. Dann jetzt aber die Savanne. Es wird jetzt perfekt Tag, dass sie gleich mittags schon traden können. Bin mit den Monstern aber halbwegs zufrieden, muss ich sagen. Also wir haben es jetzt gegen Ende nochmal ganz gut rangeholt. Boah. Wie die gerade kassieren. Ja, wir können eigentlich nur hoffen, dass es bei den anderen auch nicht so gut lief, ne? Ich mach jetzt mal den Warden, ne? Also wünsch mir viel Glück. Jo. Also, was machen wir, wenn wir jetzt einen Warden haben? Weil wir haben ja keine Pfeile. Was wir dann machen? Ja, was wir machen dann? Ja, halt einfach nur halt Prage und ja. Digga, scheiße, das wird wieder. Also, Mann, die werden schon wieder gewinnen, das ist so krass. Nein, ich bin diesmal dabei, wir gewinnen das. Ja, das ist scheißegal, Digga. Wenn wir keine Mobs für die haben, dann sind die direkt. Wir brauchen nicht noch mehr TNT. Also, ich kann sagen, was ich gekillt habe. Boah, rate mal, wie viel Kassen ich getötet habe. Oder sollen wir TNT machen? 400? Ich kann 411. Digga, lass mal einfach alle Katzen eine Wave. Mann, Bro, wir haben 12 Pfeile. Checkst du das? Check das. Egal, trotzdem, wir lassen jetzt den Kopf nicht hängen. Rein theoretisch kann das nach hinten losgehen. Boah, meine Goldrüstung ist auch komplett schon im Arsch. Also ich mach mir eine Eisen-Chestplate, ne? Ja, warte, ja, wir haben Gold, ich kann mir neue craften. Ich crafte neue Rüstung, okay? Ja, aber Bro, dass ich jetzt hier auch so eine Eisenrüstung dastehe. Alright, Fabo. Dann konfigurieren wir mal unsere Waves und hoffen, dass wir irgendwie was gebacken bekommen. Aber wie gesagt, wir spielen auch zufälligerweise noch gegen 4 Spieler. Was hauen wir in der ersten Wave rein? Guck mal, ich habe halt so viele Zombies drin. Eine OP-Wave wäre geil. Ja. Oder? Ich würde sagen, Ravager direkt am Anfang auch für Rüstungsabfuck direkt rein. Ich würde sagen, gar nicht am Anfang eine chillige Wave, sondern direkt brachial rein. Ja, lass mal Ravager und Blazes ein bisschen. Ich mach mal so immer abwechselnd, okay? Ja, ich hau dann noch einen Enderman einmal rein. Nochmal ein paar Vindicator auch, oder noch nicht? Noch nicht. Würde ich mir noch aufheben. Ich mach jetzt so... Eine Enderman zum Abfucken. Eine Biene zum Abfucken. Genau, nicht so viele Tiere auch am Anfang wegen Essen. Die sollen kein Essen bekommen, deswegen machen wir keinen Bauernhof am Anfang, weißt du? Lass uns Wave 2 machen. Das ist erstmal, ist es solid, ist okay. Ja, lass uns Baby-Zombies, alle, mit den Ravagern gepaart. Ich würde jetzt auch die Vindicator, oder? Ja, warte mal, wo sind Windys? Da, okay, lass alle Zombies hier rein, lass alle Zombies rein. Ja, und alle Vindicator, oder? Ja, alles. Lass uns jetzt, wir gehen in der 2 Full Helm. Alles das rein. Ist schon, also dafür, dass wir halt echt Chaos hatten, ist das jetzt gar nicht mehr so verkehrt, was wir jetzt hier so am Start haben, muss ich ehrlich sagen. Jetzt werden sie nämlich in der Wave, wenn sie jetzt lange am Kämpfen sein, deswegen sollten wir jetzt nochmal Sachen so spammen, so weißt du, dass das jetzt einfach eine große Wave ist. Deswegen mache ich jetzt nochmal so Mules rein, Turtle, Horse, Biene, Endermite, Drowned, Hühnchen auch, Alter, einfach jetzt hier wirklich gut rein. Das ist schon eine geile, das ist schon eine Boss-Wave. Dann, was haben wir jetzt noch übrig? Blazes und... Ja, jetzt einfach Rest. Warte, ja. Wir haben noch Gas. Ich würde jetzt zweimal Gas. Zweimal Blaze. Ja, und dann noch irgendwo... Ah, ne, wir haben nichts mehr. Wither-Skeletons haben wir noch 10, mach ich rein. Ja, ich mach Blazes. Zoglins, oder? Mach die Zoglins zum Schluss. Ich sage dir ehrlich, wir haben schon noch ein bisschen was zusammenbekommen. Der Randomizer war nicht so auf unserer Seite, aber... Nee, null. Ja, wir arbeiten uns ein bisschen. Alles drin, glaube ich. Außer ein Creeper. Das ist der aktuelle Stand. Ich mache mir jetzt nochmal so Blöcke ganz kurz ready hier in der Hotbar. Also wir haben 4 Chicken, 94 Schweine. Wer hat von euch so viel Schweine gekillt? Ich. Wir essen 4 Wölfe, 7 Fledermäuse, 8 Spinnen, 505 Katzen. Katze. Ja! Boah, 89 LAs ist schon krass. 89 LAs ist geil, weil LAs echt scheiße zu killen die sind. Ne? Die 20 Herzen haben, die sind richtig, die sind und, OP. Und die Resten, oder? Magma Q Blaze, 50, Hugo, nicht schlecht. Ja, ja, 50 okay. Blaze sind echt abfuck, das ist gut. Ja, ja. Wither Skelette 3, Enderman 1, Villager 2, Warden 5. 5 Warden, okay. Böse, Digga. Okay. Warden ist krass. Das ist gut. Digga, wir müssen uns nicht kleiner machen, als wir sind. Okay, dann lass uns erste Wave, sagen wir ja, warte mal, wir haben 500 Katze, ne? Wir machen 400 Katze jetzt. Katze? 400 Katze. Okay. Ja, gehen wir so auf 400. Lass uns zu Katze Hoglin machen. 2 Bienen. Okay, lass uns zuerst jetzt nochmal, lass uns jetzt zurückgehen, jetzt lass uns auf Wave 3 gehen und die geile Wave, man. Wave 3 ist unsere geile. Da machen wir alle Warden rein. Wir machen ein Enderman. Wir machen alle Blaze rein. 3 Wither-Skelette. Boah, ich würde LAs bei Wave 2, to be honest. Gas will ich nicht machen, weil die Gas schießen dann und töten die Katzen. Ja, die Gas sind nervig. Keine Gas.
Ja, dann auch bei LAs rein. Macht über zwei rein. Lass uns doch 100 Katze in den bei Wave 3 reinmachen. Gott, nein, hätte ich nicht gesagt. Glaub schon. Ja, ja. Katze in 2, Saga. So wenig Mobs wie möglich bei Wave 3 wegen dem Warden. Weil das verwirrt die. Die Warden müssen sich wirklich auf die konzentrieren und nicht auf die Mobs. Wir können von mir aus loslegen, schauen. Was machen 4 Spieler in so einem Battle? Alright, ich mach schnell den Beacon. 4, 5. Alright. Also hier sind tausende Katzen, das ist voll nervig, ich raste aus. Resistance haben wir? Resistance und Speed, Bro. Das ist schon mal ehrlich geil. Geil, ja. Tausend Katzen. Oh mein Gott. Ja. Wo haben die so viele her? Ah ja. Oh mein Gott. Das, halt das ist halt, ja, das ist eine krasse Wave. Aber die kommt zu uns, oder? Ja, also, wenn du jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit sprintest, ist ganz geil. Und lass mal echt versuchen, primär dann immer echt um den Beacon zu kämpfen. Wir haben da keine so krasse Reichweite, aber Resistance kann echt gut helfen. Okay, Leute. Was machen wir? Okay, hier oben sind die Waves zum Beispiel. Also es gibt verschiedene Wave-Spots. Ich kümmere mich mal hier herum. Ich habe keinen Bogen. Oh nein, Blazes, Digga. Oh Gott. Ja, ja, eben, das ist halt, wir haben keinen Bogen, wir haben keinen Pfeil. Oh das Gott. Wird, Digga, ich, oh mein Gott. Hä, wie soll man das machen? Digga, das wird die Digga. Hölle wieder. Digga. Das ist jetzt schon over. Alter, ist das anstrengend, allein nur wegen... Das ist so nervig. Das ist echt gut gemacht von denen. Also eine kreative Sache. Also wenn die nur Katzen gemacht haben, würde ich es gut finden. Ja, aber ich glaube, dabei wird es nicht bleiben. Ja, yep. Das ist schon mal ein ganz guter Vorgeschmack, eine ganz gute Vorspeise. Bro, es spawnen immer noch Monster, ne? Es spawnen immer noch neue. Jetzt kommen Bienen. Ja, jetzt kommt Bauernhof. Die machen Bauernhof-Wave. Oh okay, mein Gott, wir brauchen so lange. Es ist so krass. Mein erstes Goldpiece ist down. Oh mein Gott, Fabo, pass echt auf mit deiner Rüstung, ne? Hä, wieso ist hier ein Villager? Ich kann mit Villagern hier traden. Die haben ihre Villager getötet. Ich könnte jetzt Pfeile traden, aber die Emeralds sind alle da. Bro! Bau ab. Hier ist ein Flat. Nein. Der Pfeile-Trade ist, der Pfeile-Trade ist noch da. Aber der ist nicht erneuert. Das heißt, wir bräuchten ein Fletching-Table. Ja, hier ist einer. Der ist. Nein, oh mein Gott, Bro. Ja, noch ein Picklin. Alright, Fabo. Yo, zweite Wave. Er geht in die Häuser rein und tötet da die Dinger. Ja, lass echt in Häuser verkämpfen. Ja, und dann einfach die Dinger auskritten. Warte mal, wenn die jetzt Kühe reingemacht hätten und wir die killen, Kühe. Oha, hä? Wave 2 beginnt, Leute. Entweder easy, hä, oder? Richtig Pech. LA, ja, bei mir auch. Boah, Resistance ist so wichtig, ne? Aber unsere Rüstung ist leider so arschig. Also ich sag dir so, auch anstrengend, weil die tanken halt einfach so ein Dia-Schwert, ne? Also... Ja, 3 Hits. Hä, die tanken richtig viel. Ich geh mit Axt rein, um du über dich zu sparen. Hey, die zocken mit unseren Nerven, ne? Warum brennen die? Weil sie die teilweise auch mit Lava gekillt haben wahrscheinlich. Digga, wie viele? Was oh haben die denn alles gefunden? Oh mein Gott! Digga, die hatten so Glück mit dem Randomizer. Oh, nochmal diese Ravager? Ja, natürlich machen die das, Digga. Ja, okay, das change jetzt ein bisschen was. Das heißt, wir haben kein Essen. Oh Gott. Was machen wir? Wir haben halt kein Essen, das ist halt überall. Okay, meine ganze Lava. Ich glaube, Lava despawned an den Sachen leider. Oh mein Gott, die Zombies sind so nervig. Das heißt, ich habe keine. Digga. Mann, Digga, diese kleinen Baby-Rotz-Dinger! Ich sterb gegen die! Oh mein Gott! Ich sterb gegen die! Oh mein Gott, ich sterb auch gegen die! Oh mein Gott! Ey, was kommt jetzt noch? Ich bin dead! Ich bin tot! Die sterben! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Funktioniert. Ey, bitte sag noch, ihr habt Lava. Ich hab noch Lava, ganz viel Veto. Ja, bitte. Einfach ganz viel. Wo bist du, Veto? Egal, irgendwo. Die Baby-Zombies sind so krank. Ja. Ja, halt hochbauen. Babyzombie ist dann. Ja, wir sind tot, Digga. Essen ist ja komplett RIP. Überfall? Warum ist ein Überfall? Wegen Villager wahrscheinlich. Bro, RTT. Leute, wir können das schaffen, Real Talk. Hier sind wieder 1000 Katzen, Basti. Kümmer du dich um Katzen, ich schieß die Gas weg. Ja, das haben sie gut gemacht. Das ist also die ersten beiden Waves und ich glaube, es kommen auch noch die Damage Waves. Die haben sie echt gut aufgestellt. Ich habe keine Pfeile mehr. Ist das geisteskrank? Das ist nutzt vielleicht die Fire Charges teilweise für die Katzen, Bro. Es sind so viele Kreaturen hier. Ja. Also wenn die länger brauchen, unsere Wave zu clearen, weiß ich auch nicht. Dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Jetzt ein bisschen chillig. Ja, Gas sind wie alle weg, ne? Ey, hier ist einer, den ich nicht killen kann. Der hat einen Goldhaft in der Hand.
Okay, Gas ist ein bisschen entspannter jetzt, oder? Bro, ich hab hier einen kompletten Zoo gerade. Also die LAs sind krank anstrengend. Alles hier ist gerade anstrengend. Das erste Mal, wenn wir halt ein bisschen schlechter equipped sind, weißt du? Dann werden wir so genommen. Ja, meine Eisenachse ist kaputt. LAs hatte ich nicht auf dem Schirm, dass die so lange dauern. Also, dass die so lange brauchen, getötet zu werden. Also, dass die so eine Death haben. Der ist ja wirklich gestört. Das ist echt, also das ist eine richtig clevere Kreatur von denen. Der hat 3 Dierschwert-Crits. Meine Axt ist auch kaputt. Ich glaube, ich werde mein Schwert an den LAs verlieren, ne? Jetzt noch so welche, die so auf nervig, ne, nach oben fliegen müssen. Ja, hier einer noch, glaube ich. Ich glaube, das ist der letzte. Oh mein Gott, ja. Alright. Wir haben es zumindest mal in diese Wave geschafft. Oh mein Gott. Ich glaube aber, es wird jetzt nicht angenehmer. Junge Veto. Oh, Digga. Oh mein Gott. Güte. So, und jetzt brennt alle, ihr Versager. Oh, ich helfe dir. Vielleicht sind hier Wechsel. Schön. Okay, was haben wir noch alles? Magma Cube. Ja, so klein Zeug. Okay. Sieht schon mal gut aus. Wir haben echt nicht mehr so viele Monster gerade, oder? Und jetzt stellt euch vor, die müssen mit 400 Katzen sich dort rumrennen. Ja, ne? Wie können Action nicht fertig werden vor denen? Ich kann benutzen, was ist das für eine Rotze? Wie Slash. Wear. Ah, hier, guck mal bei mir, bei der, Junge. Ich hab ja Slash Wear, ich hab Koppers. Guck mal. Let's go! Okay, geil. Okay. Oh mein Gott, ich bin's. Okay, R nach oben. Und Blazes, R und Blazes. Und Blazes. Weißt du noch, als wir. Ach, Digga, das erinnert mich an alte Zeiten. Ich probiere die Endermänner zu killen, wenn die Aggro auf mich haben. Aber ich glaube, die Wardens haben gerade auf dich Aggro. Ja, ich. Du kannst nicht hochbauen, ne? Ich könnte versuchen. Ich komme mal zu dir in die Ecke. Ich hätte ein bisschen Hoffnung, dass die Wardens gerade vielleicht auch andere Monster angreifen, weil sie eigentlich machen. Ich glaube auch, oder? Weil das wäre unfassbar gut. Also auf uns haben die gerade keine Aggro. Ja, ja, die haben Aggro auf die Blazes. Dann haben. Aber hattest du nicht gerade einen Sonic Boom abbekommen? Nee. Dann lass der Warden killt die Blazes. Dann lass den. Lass hier chillen, lass ja, hier ja, chillen. Ja, 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 wir machen nichts. Nee, Bro, die chillen da richtig gut. Ja, aber ich glaube, das ist gar nicht so viel. Das sind halt die Wardens und so. Wir müssen halt eigentlich immer einen Warden fokussen. Oder immer nur einen in die Ecke locken und dann immer dahin rennen, weißt du? Ja. Und den dann auskritten, wenn wir sterben. Oder wir stellen da TNT-Minecarts jetzt auch auf, ne? Hast du Rails? Ich habe 3 Rails. Ich habe 3 Minecarts. Wenn der halt da reinläuft, ich habe auch noch Minecarts. Hier kommt einer, langsam. Ich krit jetzt auf den einen. Oh. Ja, das ist. Aber die hier sind nur. Okay, noch nicht. 1, 2, 3, 4 Wardens, glaube ich, haben die. Wenn einer Aggro pullt und der andere von hinten auscrittet, wir müssen sie halt singeln, weißt du? Einer läuft dir nach. Ja. Kannst du weiterlaufen in die Ecke? In die Kirche rein? Oder hinter die Kirche in den Haus? Ich kann's probieren, aber ich krieg's nicht. Hier rein und ich krit den dann aus. Ja, aber Bro, er gibt mir Sonic Booms, aber probier mal, ja. Ich kann das tanken. Warte, der läuft halt im Haus rundum. Kannst du in der Ecke stehen bleiben? Ja, ich bleib auf einer festen Ecke stehen. Ja, ja, ich krit den aus. Aber der läuft im Kreis. Sehr, sehr gut. Und wir müssen in ein Haus gehen, wo ich noch Resistance habe. Ich krit den gerade aus. Warte, lass den hier so killen. Ja. Und der Sonic Boom macht auch keinen Unterschied bei Rüstung. Das ist vollkommen egal. Tot. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ich geh in das Haus rein. Ja, 2 laufen dir nach. Ja, das ist zu viel. Aber du hast Resistance, geht das? Egal, ich krieg trotzdem drauf. Ich geppe. Kannst. Geppel durch. Ich hab 20 Stück nur noch. Aber ich kann's tanken mit Resistance. Ja, ich versuch einen zu fokussen. Ja, einfach Damage pullen, einfach Damage. Aber jetzt wird's gerade eng bei mir. Ich muss rauslaufen. Ich bin tot. Ich bin gestorben. Beide tot. Warum auch immer ich jetzt gestorben bin. Aber wir haben Damage gepult. Wir ziehen das noch durch. Wir haben echt sehr, sehr gute Waves aufgezogen. Aber ich möchte, dass wir hier zu zweit noch deren Waves hinbekommen. Okay, was kommt jetzt? Okay, Warden wahrscheinlich jetzt, oder? Wir müssen mit allem rechnen. Ghast, auf jeden Fall. Oh Gott. Alter, wie laut. Hey, Kühe. Lass den Ghast töten. Ja, okay. Wither, Achtung. Wither-Skelette. Ja, easy. Oh nein. Free. Hey Bro, das ist possible, ne? Das ist keine noch, Suche. Noch, Bro. Ich glaube, da kommen noch gleich viele. Jetzt kommen mir nicht so viele Mobs. Ich glaube, die laden, glaube ich, noch, oder? Ich glaube, die laden auch. Also, würde mich wundern, wenn... Das ist schon wahr. Ist noch so viel Blazes. Hä, aber irgendwie, also jetzt gerade irgendwie... Oh, gut, chill mal. Gleich kommen die Warden, dann war's das. Was bitte hier, Alter? Wir haben keine Bogen, wie gesagt, ne? Wenn Warden kommt, dann ist Schere. Oder hinten ist Sniffer. Ja, den wollte ich nicht umhauen. Fertig. Hau dir mal richtig top. Let's go! Jawohl! Der Fall von Bastion Faber!
Endlich, Digga! Das ist krass. Ja, okay, aber ey, dann hatten die, dann hatten die Arsch viel Pech. Ihr dürft nicht vergessen, wenn der Algorithmus oder wenn der Randomizer ein bisschen Pech, also weißt du, hätten wir die War nicht gehabt, wäre schwierig gewesen. Und Katzen. Safe, ja. Alter. Das war ein geistes Katze. Das hätte ich hätte gedacht, da kommt eine so böse Wave noch. Heilige Scheiße. Same, Mann. Ich habe vorhin halt probiert. Warte, ich bin jetzt hier in einem einzelnen Haus wieder. Ja, ich glaube, der hat Aggro auf mich. Oder du pullst jetzt meinetwegen Aggro, ich kann auch, Okay, geh rein. Ich wollte das Haus. Ich wollte das TNT mal gerade anzünden. Ich gehe hier rein. Mit Resistance, ja. Jetzt haben wir nur drei in einer Ecke, ne? Sehr gut, auf geht's. Come on, Fabo, jetzt nochmal ein bisschen Tempo. Ich habe noch Pfeile, ich kann TNT-Minecraft abschießen. Warte, ich kann ja einfach nur einen anschießen, dann pull ich ja nur einen. Ja, aber die hören das alle. Nee, hab nur einen gepult. Der kommt? Ich hab ja, wir pullen die jetzt so einzeln. Hä? Ja, da kommt er. Willst du TNT-Minecraft probieren? Warte, ja, geh mal weg von dem da. Ja, kannst. Oh, das hat ja super funktioniert. Ich geh hier ins Raus rein. Kannst du es nicht abschießen? Hat's nicht gezündet? Nee, es ist einfach gut gegangen. Okay, nächster. Let's go. Oh mein Gott, lauf. Bleib hier drin. Warte, ich kann hier an der Tür auch ihn damagen. Oh, der andere. Oh, nice. Letzter, oder? Ja. Oh, Alter. Der hat so eine Kralle. Lauf. Ja, bin down. Mach einfach Damage, was geht, und dann. Ja, ein Hit. Bin drin. Ja, er hat auf dich. Ja, das war wirklich gut, dass wir noch den Peak gemacht haben. Oh, du zündest das Haus an. Ups. Egal, hau ich so schnell. Auf geht's. Let's go! 900 Monster hatten die? Digga, 1000 Monster. Alright, schade, wir wurden bezwungen im 2 gegen 4. Aber wir hören mal rein, was die Jungs noch so zu erzählen haben. Yo. Sorry, falls ihr jetzt ein bisschen warten musstet, aber wir haben vorhin bei eurer Configuration gewartet. Ja, wir haben überlang konfiguriert, ne? Alter. Ja, ihr habt auch 1000 Mobs, Alter. Ja. Wir hatten 500 Katze. Die 500 Katze. Ey, die Katzen waren stark. Die Katzen waren sehr. Die haben aber wir haben lange Katze getötet. Also würde ich sagen, was war besser? LA oder Katze? LA. Bro, LA brauchst du einfach 5 Dia-Hits und oder 3 Crits, dass die so viel tanken, ist insane. Ja. Nee, das waren wirklich kreative, coole Monster, die ihr gemacht habt. Wirklich. Also eure. Dankeschön. Alle drei Waves waren echt geil von euch.